Jo. Also, keine Ahnung. Ich habe mich jetzt überall umgesehen, aber irgendwie, es geht halt irgendwo weiter. Wieso geht die Tür auf einmal auf? Einfach so ohne Grund. Das lässt nicht. Der Mensch hat das Buch. Und was machen wir jetzt? Was ist, wenn die anderen ihn finden? Es gibt nur einen Ausgang aus diesem Gangsystem und der wird bewacht. Er kann also nicht entkommen. Wir brauchen ihn nur zu suchen. Worauf wartet ihr dann noch? Mir reicht diese Kanalisation langsam. Ich habe nichts anderes gemacht. Diese Festung lebt immer noch. Ja, natürlich. Ich hoffe, Agent Doyle konnte entkommen. Natürlich nicht. Aber, hä? Ey, das Spiel will mich doch. Was wollen die denn mit diesem Buch? Sieht sehr alt aus. Die Sprache habe ich noch nie gesehen. Vorne ist ein Pentagramm drauf. Anscheinend hat das etwas mit Okkultismus zu tun. Was soll's? Das Buch ist im Moment nicht so wichtig. Ich muss hier erstmal lebend rauskommen. Ja, aber wie? Warum ging die Tür auf einmal spontan auf? Geschlossen. Scheiß drauf. Oh. Wir sind dead. Ja, das Spiel will ich komplett verarschen. Ich suche die ganze Zeit. Und auf einmal geht die Tür ganz spontan einfach so wieder auf. Ohne dass ich irgendwas gefunden habe oder sonst was. Oder ich habe auch nichts betätigt oder so. Was war das? Warum? Verstehst nicht. Es kann doch nicht einfach so plötzlich auf sein, die Tür, ohne Grund. Der Verband. Na toll. Es tropft wieder tödliche Wassertropfen von der Decke. Okay, Schließmechanismus, aber was war das? Gott, was seid ihr denn für? Schon wie für Einzelmännchen? Oh, die Soundeffekte sind zum Glück auch überhaupt nicht unverhältnismäßig laut. Endlich wieder ein bisschen Ruhe. Ich hab Ruhe, ich war mit euch. Tschüss. Und wieder Hallo. So. Okay, da. Da sehe ich auch noch was. Und da. Und alles müsste betätigt sein. Und wiedersehen. Da halte ich mich nicht mehr lange auf. So. Genau. Immer schön mit den Hämmern gegen die Wände schlagen. So, ein bisschen Verband, bisschen Munition. Aber wieso ist da bitte an der Wand so ein Raum einfach? Nee, ich hinterfrage hier gar nichts mehr. Die Tür ist ins Schloss gefallen, natürlich ist das eine Falle. Natürlich muss hier irgendwie rauskommen. Eine Wand, es sind zwei Reihen mit Zahlen, bei jeder Reihe kann die letzte Zahl eingestellt werden. Ja, keine Ahnung. Was man da jetzt machen soll, brauche ich noch einen neuen Hinweis oder so? Aber nur die.
Das sind wieder diese grünen Einzelmännchen. Oh, weißt du, die bewegen sich natürlich genauso hinter der Wand alle, dass ich die sehen kann. So, Patrönchen, vier Bändchen. Was war das? Ich glaube, da ist der Wurm drin. Egal, komm. Oh, kurzer Prozess mit den Aua. Einfach drauf, komm. Jawohl. Was auch immer das war. Hell verlässt die Kanalisation und macht sich sofort auf den Weg zum NYPD7. Ich weiß, es hört sich unvorstellbar an, aber Agent Doyle kann es bestätigen. Der Verbrecher war ein Terrorist und wir konnten ihn lange suchen. Leider konnte er entkommen, indem wir schon lange suchen. So, was? Soll das ein Scherz sein? Dieser Typ hat übernatürliche Kräfte, mal ganz abgesehen von den Monstern aus der Kanalisation. Weißt du, gerade bei extrem emotionalem Stress kann es manchmal zu der Zination kommen. Du solltest dich mal von einem Mann uns durchchecken lassen. Okay, ich kann verstehen, dass du mir nicht glaubst. Du brauchst einfach nur in die Kanalisation gehen. Dort liegen haufenweise von diesen Monstern. Letztlich wurde bis auf weiteres vom FBI abgeriegelt. Es könnte sein, dass sich dort unten Terroristen aufhalten. Und was mit diesem Buch? Habe ich mir das auch nur eingebildet? Sie haben das Buch? Bitte geben Sie es mir. Damit es genauso schnell verschwindet wie die Leiche aus der Bibliothek? Nein, ganz sicher nicht. Ich möchte das Buch von einem Spezialisten für alte Sprachen untersuchen lassen. Das ist eine Angelegenheit des FBI. Sie können sich gar nicht vorstellen, wie das Buch für einen... was das für einen Wert hat. Was war das? Die sind hier. Die Terroristen? Nein, sie meint die Monster. Geben Sie mir nicht das Buch. Ei, was soll das? Sie hat mir einfach das Buch aus der Hand gerissen. Das ist wirklich sehr seltsam. Ich schaue lieber nach, was da draußen vor sich geht. Die ist auch im Bunde, ganz klar. Es ist plötzlich so still. Das gibt es doch nicht. Du hattest recht. Natürlich, und was nun? Ich sorge dafür, dass evakuiert wird. Kannst du mit diesem Motz alleine, klar? Komm, pass auf dich auf. Geil. Boah, ich hasse das. Die sind schon tot und fügen mir immer noch Schaden zu. Ist abgeschlossen. Patrönchen. Jo, lauter leere Zimmer. Geh wieder durch den Schließmechanismus. Aber man merkt doch einen Unterschied, ne? Weil früher war das ja so bei Kevin-Spielen, du konntest mit jedem Scheiß hintergehen und ja, jedes noch so unbedeutende jeder unbedeutende Gegenstand war quasi ein richtiges Unikat von der Beschreibung her, sehr detailliert. Und die ganz alten Spiele, ja, da konntest du irgendwie tatsächlich kaum noch mit was interagieren. Zumindest, weil man hier nicht so faul jeden Räume zu mappen ist. Es ist tatsächlich, selbst in diesen Toiletten kannst du überall rein, in jeder einzelne.
In den meisten Räumen gibt es tatsächlich nichts. Aber du kannst sie betreten. Na, die sind zwar um einiges größer, aber halten auch nicht viel mehr aus. Größe ist eben doch nicht alles. Abgeschlossen. Patrönchen und der Safe-Kasten. Der schwarze Ritter, mein Gott. Au. Und nun? Das war so klar. Ihr wart nur dazu da, um direkt zu sterben. Das ist das Nebenfiguren-Syndrom. Ja, komm her. So. Nichts. Ja, wahrscheinlich wieder nur leere Toiletten. In dem Fall fände ich es aber tatsächlich besser, wenn die Türen verschlossen wären, bei den einzelnen Kabinen, wenn da sowieso so nichts ist. Dass man da nicht immer wieder rein und raus muss. Ja gut, nur dann hätte ich natürlich wieder gesagt, da war jemand zu faul, ne? Mir kann man es auch nicht recht machen. So, verbannt. Ich nehme mir das einfach, ja. Hier so Pumpgun und alles. Stehen die einfach wie Shadow nicht abgeholt? Wir haben uns hier versteckt, bis jetzt wurden wir noch nicht von den Monstern entdeckt. Wow, was für Helden. Solange die Sicherheitstüren an den Eingängen verschlossen sind, können wir das bitte nicht verlassen. Und wie werden diese Türen geöffnet? Das geht nur vom Controller raus. Außerdem muss man das Öffnen der Türe in die Sicherheitssysteme umgehen. Sicherheitssysteme, weißt du, wie man sie umgeht? Nein, nur Ineluki kennt sich damit aus. Sie kümmern sich milde um alles, was die Computer... Wo finde ich diesen Ineluki? Bevor wir angegriffen wurden, wollte er in den Keller gehen. Die Türen und Keller werden durch Passwörter geschützt, aber da der Chief so vergesslich ist, hat er sich Hinweise notiert. Oh Mann! Hallo, Mann! Oh, ich kann mich nicht bewegen! Mann, so eine Scheiße! Ah ja. Den Nippet-Schlüssel 1 verschlossen. Nee, das hier ist der Schließmechanismus. So, dann nochmal an dem Speicherkugeln. An der Kugelspeicher. Mein Gott, ey. Das Spiel macht mich total kirre. Verdrehe einfach alles. Gib mir das Buch. Niemals, wenn du es haben willst, musst du es dir schon holen. Wow, 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 meinetwegen. Wow. Und fast so einfach. Kannst du mir nicht erzählen, dass sie das überlebt hat?
Was hat die denn bitte für ein Rückgrat? Unglaublich, sie steht einfach so wieder auf. Also ist sie kein Mensch, sondern auch eines von diesen Dingern? Ah ja, das erklärt's. Aber nicht, warum sie es ist. Den Nippetisch Schlüssel 2. Ich wollte nur gucken, was im Loch ist, verdammt. Hier wird Neugier nicht belohnt, hier wird Neugier bestraft. Mann. So, den kann ich nicht looten. So, eine Tür muss ich jetzt auf jeden Fall wieder öffnen können. Aber welche? Nee, die schon mal nicht. Ah. Aber hier wäre gar nicht so schlecht, wenn da noch was wie ein Feedback stehen würde. Welchen Schlüssel ich gerade verwendet habe. Oder dass ich überhaupt einen Schlüssel verwendet habe gerade. So. Einen Hinweis. So, weg mit euch. So. Aha. So, ein bisschen Schrot. Au, au! Was ist das? Spontane Bodenexplosion oder was? War da was? Habe ich was übersehen? Ah, okay, diese rot leuchtenden Dinger, ich verstehe. Verschlossen, verschlossen. Verbannt. Gut. Dieses Mechanismus. Hinweise. Gut, eins muss invertiert werden. 34718 steht da. So, ganz einfach. Ina Luki, danke, dass du mich befreit hast. Ein paar Häftlinge haben mich hier eingesperrt, als sie ausgebrochen sind. Bist du Ina Luki? Ja, der bin ich. Ein Offizier hat mir erzählt, dass du weißt, wie man Sicherheitstüren öffnet. Das ist kein Problem, ich muss nur in den Kontrollraum. Leider hat der Chief aber die Passwörter geändert, also musst du sie erstmal knacken. Ich kann dir ein paar Türen im Erdgeschoss und im ersten Stock öffnen. Vielleicht findest du da Hinweise zu den Passwörtern. Hi, wieso kümmerst du dich eigentlich nicht um die Passwörter? Bei dem schlechten Gehalt, das ich hier kriege? Bin dann im Büro und warte, bis du mit den Passwörtern fertig bist. Jetzt lass mich in Ruhe weiter kacken. Achso, du warst schon fertig, okay. Verwandt. Ah, Mann. Ich wollte nicht stören hier. Hm.
Hätte eigentlich auch rausgehen können, einfach. Was ist das für ein Typ? Okay, du hast die Tür geöffnet. Das ist doch noch nicht mal ein Mensch. Sieht wie so, keine Ahnung. Ein Roboter. Dingsbums. Oder sowas. Und der Roboter beschwert sich über ein Gehalt. So, die Frage ist natürlich, welche Türen hat er jetzt wieder geöffnet? Ja, ich gehe jetzt schon mal richtig zu sein. Boah, nee. Boah, ich laufe in jede scheiß Falle rein. Aber das, die mich noch erwischen, obwohl sie schon tot sind, das ist schon irgendwie unfair. Das ist einfach nicht gerecht. Ja, wisst ihr, das Problem ist halt, manchmal denke ich, das sind Items, weil die leuchten ja auch so rot. Und dann passiert das. Nun ja. Die Hinweise, die man nicht mehr bräuchte, das wäre schon ganz gut, wenn die dann auch nicht mehr im Inventar sind. Da muss man das nicht mal so die ganze Zeit so weiter verschieben. War ich auch schon am ersten Teil tatsächlich nicht ein Freund von diesem Inventarsystem. Und generell hat es das ja nicht besser gemacht, dass die alten Sachen, die man schon längst nicht mehr braucht, immer noch da drin sind, und dann hat man das immer weiter verschoben, je weiter man ins Spiel gekommen ist. Das wurde dann natürlich immer ein bisschen blöder von Zeit zu Zeit. Und nerviger. Jo. Dann verlaufen wir uns jetzt mal wahrscheinlich wieder ein bisschen. Ja, genau. Hier müsste es sein. Was war das? Warum? Warum eine Fliege? Eine Gigafliege. Ich habe das jetzt aber soweit erstmal rausgeschnitten. Diesen ganzen Verlauf hier Tour da. Ja, Kinderspiel. Nur das mit dem Verlaufen, das ist mal hier so eine Sache. Die Gegner an sich machen mir gar keine Angst. Aber das Verlaufen. Verdammt, müssen denn gerade jetzt Granaten ins Haus schießen? Einfach so? Ja, anscheinend schon. Ah. Sicherheitstür im Erdgeschoss und im ersten Stock wurden geöffnet. Ja, einige. Wärst du schon gerne welche genau? Ah ja, da haben wir noch ein bisschen was. Okay, da geht's auch noch. Oh ne, man. Das ist jetzt gar nicht wahr sein. Ich nehme sie alle mit. Ich nehme einfach jede Falle mit. War ich natürlich extra, ist ja klar, ne? Damit da halt andere unschuldige Passanten nicht reinlaufen. Und ich weiß auch nicht, wie man sie sonst entschärfen soll. Das ist der Grund. So. Nipp Schlüssel 3. Naja, man muss zumindest sagen, Kevin hat immer hier so andere Kampfsysteme ausprobiert, so viele verschiedene, ne? Das hier finde ich jetzt aber nicht
so berauschend tatsächlich. Da fand ich das im ersten Teil besser. Zumal das auch irgendwie fairer war einfach. So, jetzt frage ich natürlich nur, welche Türen genau sich geöffnet haben. Und wo wir noch nicht waren oder so, sind jetzt zum Glück überhaupt nicht viele Türen hier. Dass man nicht allzu viel ausprobieren muss. Oh, ich glaube, ich werde das wieder schneiden, bevor wir die richtige Tür gefunden haben. So, waren jetzt viele, viele optionale Räume auch, also wo einfach nur Gegenstände waren und so. Das muss ich jetzt auch nicht unbedingt zeigen. Es sieht schlecht aus. Sie haben nun schon 4 Bücher, fehlen nur noch 3. Solange sie nicht alle haben, gibt es noch Hoffnung. Aber jetzt, wo die Menschen mit reingezogen wurden, könnte sich das jetzt hier noch viel weiter verschlechtern. Zum Glück wissen sie nichts von den Büchern. Lass uns gehen, die anderen warten sicherlich schon. Worum geht es hier eigentlich? Frag mich die ganze Zeit schon. Granatenwerfer gefunden. Werde ich nur verarscht vom Spiel. 3 Granaten? Den habe ich gefunden. Ja, toll. Und die haben direkt, natürlich direkt verschlossen alles. Was wird hier gespielt? Wo muss ich jetzt schon wieder lang? Ich weiß es einfach nicht. Rätsel über Rätsel. Ja, richtig. Code 2. Genau. Wollen wir den goldenen Mittelweg zum Ziel? Ja, die goldene Mitte. Ich nehme an. Ja. Genau. Kommt es dann jeweils auf diese Reihenfolge an, wo die Buchstaben im Alphabet sind. Halt, die jeweils dementsprechend in der Mitte sind. Das habe ich mir schon vorher notiert übrigens. Deswegen ging das hier zu schnell. Nun gut. Wie immer nur leere Toiletten. Du Idiot! Ich glaube, du überschätzt dich ein bisschen. Das bringt doch nichts. Wer verdammt nochmal seid ihr? Mein Name ist Baal. Mehr brauchst du. Mir wollte dich nichts interessieren. Du hast uns schon genug Ärger gemacht, Mensch. Es wird Zeit, dass du verschwindest. Ich kann euch keinen Ärger machen, weil ihr unsterblich seid. Das ist das Problem. Jo, das war's. Ende der Geschichte. Wie ist das möglich? Ich müsste eigentlich tot sein. Was war das? Ich brauche erstmal was zum Anziehen. Also etwas anderes. Passt wie angegossen. Die darf natürlich nicht fehlen. Was ist das für eine seltsame Kugel? Sie leuchtet rot. Was war das? Ich spüre plötzlich eine seltsame Kraft in mir. Fähigkeit Regeneration erhalten. Jetzt sind wir unbesiegbar. Warum auch immer. Ah ja, das kennen wir ja im Prinzip dann auch schon aus dem ersten Teil sowas. So, ein bisschen Schrot. Okay, auf 40 Einheiten.
Okay, okay. Ja gut, warum nicht? Keine Ahnung, was ich da jetzt gemacht habe, aber... Schnee? Ja, ist doch normal. Das ist, glaube ich, nicht ganz so normal. Egal, einfach kommen, einfach drauf. Was auch immer das ist. Oder sein soll. Ja, ist ja lächerlich. Wo bleibt die Herausforderung? Was war das denn für ein Lärm? Nur ein kleiner Störenfried, nichts Besonderes. Kann sie Sicherheitstüren jetzt öffnen. So, der hat so eine Kapuze. So, die Türen sind jetzt offen. Sieht trotzdem sehr komisch aus. Damit wäre diese Demo jetzt auch zu Ende. Sagt er einfach so, okay. Ja, und wir werden nie erfahren, höchstwahrscheinlich, wie es weitergeht und was es mit dem Ganzen auf sich hat. Sehr, sehr schade. Ja, ich muss aber sagen, es hatte doch einige Probleme. Es sind komische Dinge passiert. Es gingen plötzlich Türen auf, obwohl ich nichts gemacht habe. Zumindest die eine da. Eine Kanalisation. Ja, gut. Ich weiß nicht, ob das jetzt tatsächlich eine direkte Fortsetzung zum ersten Teil sein sollte. Ob das irgendwie miteinander verbunden ist. Auf alle Fälle kann ich sagen, ja, der erste Teil hat mir definitiv besser gefallen. Auch wenn das jetzt nur eine Demo war, aber von dem, was ich gesehen habe, hat mir der erste Teil trotzdem definitiv besser gefallen. Einfach weil, ja, das alleine wegen dem Kampfsystem, würde ich sagen. Weil hier, ich sag mal, im ersten Teil, da wurdest du dann getriggert und dann konntest du dann direkt so auf die, also auf diesem, sag ich mal, speziellen extra Schlachtfeld die ganzen Gegner bekämpfen und so. Und das hat auch soweit ganz flüssig geklappt. Hier konntest du die Gegner direkt auf der Map bekämpfen und dann gab es da teilweise Probleme mit der Pistole. Es war teilweise auf die, wenn du mit Sachen reagieren wolltest, geschossen, wenn du vergessen hast, die Pistole aus- oder nicht auszurüsten. Das war ja auch ein bisschen nervig, dass du da immer drauf achten musstest, ob du die jetzt dann wieder ausrüstest oder nicht. Und dann, ja, konntest du dann quasi direkt auf der Map kämpfen, was an sich ja eigentlich gar nicht mal so verkehrt ist. Aber ich weiß nicht, das war irgendwie... Das hat nicht so flüssig geklappt einfach. Da fand ich dann tatsächlich das im ersten Teil besser gelöst, dass die Gegner auf der Map rumlaufen. Wenn die dich berühren, wird ein Kampf getriggert und dann kommst du auf eine extra Map und da hast du auch Action-Kampfsystem oder hat alles, wie gesagt, soweit flüssig und gut funktioniert. Ja, und hier muss man, wie gesagt, darauf achten, ob man die Waffen jetzt ausrüstet oder nicht, weil sonst interagiert man mit Sachen und schießt dann und verballert seine Munition und so. Und wenn Gegner kommen, dann musst du dann wieder gucken, dass du ausrüstest und ja... Ich sag mal, auch wenn die Gegner dann zum Beispiel schon tot waren und die haben dich dann trotzdem noch, obwohl die tot waren, berührt, dann haben sie dir trotzdem noch Schaden zugefügt und wenn sie dich berührt haben, dann konntest du dich vielleicht gerade teilweise nicht bewegen, konntest dich dementsprechend nicht sofort wehren. Da hatte ich auch das Gefühl, das war irgendwie jetzt random, ob man dann vorhin wieder loskommt oder nicht und das war natürlich dann auch irgendwo ziemlich unschön, ne? Also alleine wegen dem Kampfsystem, muss ich sagen, hat das jetzt nicht so viel Spaß gemacht tatsächlich. Obwohl es, ja, obwohl hier die Bücher Lucifers 1 sogar Calvins Erstlingswerk war, fand ich das trotzdem besser als das jetzt tatsächlich. Auch wenn es, wie gesagt, nur eine Demo war, aber trotzdem. Was jetzt die Gründe dafür waren, dass er das Spiel nicht fortgesetzt hat, vielleicht hat er gemerkt selber, dass das irgendwie nicht so toll ist mit dem Kampfsystem und dann hat er das komplett verworfen irgendwie oder, naja, man weiß es halt nicht. Auf alle Fälle, ja, so doch. Also bisher so das schwächste Calvin-Spiel von denen, die ich so bisher gespielt habe. Aber okay. Wie gesagt, auch trotzdem vielleicht irgendwo schade, dass man dann nicht weiß, was es mit den ganzen auf sich hat. Aber naja, es hat trotzdem einigermaßen gepasst zum Struktur, zumal es die Fortsetzung war, ne, zu Calvins Erstlingswerk. Ja, die Bücher Lucifers, was ich ja im letzten Spuktober gespielt habe, von der hat es ja trotzdem eigentlich in den Spuktober reingepasst.
Auch wenn ich auch hier natürlich nicht die Herausforderung bekommen habe, die ich immer so suche und jetzt auch nicht wirklich gruselig war. Ne? Ich meine, es hatte trotzdem was mit der Halloween-Zeit zu tun, hier mit Monstern und Dämonen und so, aber ja, war jetzt nicht sonderlich gruselig. Aber auch trotzdem an sich jetzt nicht unbedingt uninteressant von der Story und dem ganzen Drum und Dran an sich. Ja, aber weiß ich nicht, ne? So richtig spooky war es dann halt auch nicht. Aber ja, ich sag mal, alleine wegen dem Kampfsystem, ne? Fand ich das jetzt generell nicht so prickelnd, sag ich mal. Nichtsdestotrotz, ja, war das auf jeden Fall mal eine Erfahrung. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall zum nächsten Spooktober-Video wieder, was auch immer das sein wird. Aber bis es soweit ist, würde ich noch irgendwie mal sagen, mach's gut, bis zum nächsten Mal. Euer Bernd Bruder.